Herzlich willkommen zu den SHK TV Nachrichten. Erfolgreiches Jahr für Verbundgruppe EDE und Besucherrückgang auf der Bautech in Berlin. Die Bautech Berlin, Fachmesse für die Baubranche, musste mit 35.000 Besuchern einen Rückgang von 5.000 Besuchern hinnehmen. Ob sich die Messe mit einer großen Zahl an Ausstellern im Bereich Sanitär, Heizung und Klima beim SHK-Handwerk etabliert hat, fragten wir Dr. Klaus Rinkenburger, Geschäftsführer Innung SHK Berlin. Wir sagen eindeutig ja. Berlin ist ja seit Jahren das Bauzentrum im Osten Deutschlands. Aktuelle Zahlen sagen, dass bis zum Jahr 2030 404 Millionen Einwohner hier erwartet werden. Das ist ein Zuwachs von 400.000 bis 500.000 Einwohnern. Das heißt, diese Messe ist notwendig. Diese Messe wird eindeutig gebraucht und es ist die Messe für Berlin und Brandenburg, um hier zu zeigen, was wir leistungsmäßig darstellen können, gerade auch im Heizungs-, Sanitär- und Klimabereich. Es ist die Handwerksmesse für Berlin und Brandenburg in Berlin für das Bauzentrum im Osten. Mit dem Zuspruch für die SHK-Aussteller war Rinkenburger sehr zufrieden. Der Messeverlauf ist aus unserer Sicht sehr positiv. Auch die Aussteller äußern sich sehr gut. Wir haben ja hier den Vorteil, eine sehr gute Mischung an Besuchern zu haben. Es ist also nicht nur der Handwerker, es sind hier viele Architekten und Planer, es sind auch vereinzelt Endkunden. Aus dieser Mischung heraus kann man an den Ständen seine beste Kombination finden und hat eigentlich auch eine Breite im Angebot, die sehr geschätzt wird. Auch eine positive Geschäftssituation kann Rinkenburger aus seinen Innungsbetrieben vermelden. Die Geschäftslage der Innungsbetriebe müsste gut sein. Wer jetzt nicht verdient, macht was falsch. Und die Signale sind auch, es geht uns gut. Und unser Appell auch an alle Betriebe ist, wer jetzt nicht die Preise anpasst, der macht was falsch. Die Wuppertaler Verbundgruppe EDE blickt in Summe auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der weiteren Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Im Tagesgeschäft haben wir schon eine wesentliche digitale Chance erkannt und uns mit unserem Marktplatz für Werkzeuge Tulineo in diese Richtung einen gewaltigen Schritt nach vorne bewegt. Es gibt aber andere digitale Chancen, die wir noch aufnehmen möchten. Digitale Unternehmen ticken ganz anders als die traditionellen etablierten Unternehmen mit jahrzehnte- oder jahrhundertelange Geschichte. Wir müssen flexibler werden, schneller werden, umsetzungsstärker werden, innovativer werden und das wollen wir nutzen, diesen Ansatz, um auch unsere Branche und unser Tagesgeschäft weiterzuentwickeln. Der Kunde steht absolut im Fokus eines digitalen Unternehmens und auch da gehört er hin und da wollen wir unseren Fokus auch stärker ausrichten. Gerade die Haustechniksparte steht beim EDE angesichts der Konzentrationsprozesse vor Herausforderungen. Ich denke, Sorgen müssen wir uns nicht machen. Dennoch sind natürlich gerade in der Haustechnikbranche die Wettbewerbsverhältnisse extrem angespannt. Die Konzentrationsprozesse schreiten unbeirrt fort. Wir haben in den vergangenen Jahren in allen Gruppierungen VGH, MAH, Wuppering Mitglieder verloren, die in anderen Unternehmen von anderen Unternehmen aufgekauft worden sind. Und dieser Trend wird sicherlich auch in Zukunft anhalten. Wir müssen hier allerdings gegensteuern mit Konzepten wie EHH oder dem Lager Haustechnik, um unsere Mitglieder weiterhin wettbewerbsfähig zu halten und hier diesen Konzentrationsprozessen wirksam entgegenzutreten. Mit dem Lager Haustechnik sollen die Händler zukünftig im Tagesgeschäft weiter unterstützt werden. Wir bauen gerade die Anzahl der Artikel auf über 4.500 aus. Wir haben eine Vertriebsmannschaft an Bord genommen, die aktuell draußen im Markt unterwegs ist, mit unseren Mitgliedsunternehmen spricht, um die Zusammenarbeit mit dem Lager Haustechnik in Gang zu bringen und zu starten. Wir sehen erhebliches Potenzial, unsere Mitglieder im Wettbewerb zu stärken und gleichzeitig unser Lagergeschäft deutlich auszubauen. Dies ist ein guter Weg, der unsere Händler im Wettbewerbsumfeld der Haustechnikbranche stabilisieren wird. Und wir ersprechen uns hier einige Erfolge von. Ein Werkzeugsortiment, speziell für das SHK-Fachhandwerk, ist eine neue Leistung des EDE. Wir haben in 2015 ein SHK-Werkzeugkonzept aufgesetzt für die Haustechnikbranche.
Hierin enthalten sind spezifische Sortimente, die ausschließlich für das Installationshandwerk geeignet sind. Insgesamt ist es ein Konzept, das man auch als Rundum-Sorglos-Konzept bezeichnen kann, weil die Haustechnikhändler in üblicher Weise nicht so konzentriert sich mit den Fragen rund ums Werkzeug beschäftigen, sodass wir neben dem geeigneten Datenmanagement, Präsentationen, Katalogen etc. hier inklusive ELC-Lagerunterstützung ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket aufgebaut haben, das nun in diesem Jahr 2016 zum Ausrollen kommt und verschiedenen Händlern, Händlergruppierungen angeboten wird. Das waren die SAK-TV-Nachrichten für diese Woche. Schalten Sie auch nächste Woche zu unseren Sendungen ein. Bis dahin, tschüss!